Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zum zweiten Adventskalendertürchen. Heute gibt es ein Follow Me Around und zwar war ich bei Büchele Garten und Wohnkultur in Traunstein. Das war ein Trip, sag ich euch. Ich war insgesamt 25 Stunden mit dem Zug unterwegs und das wäre eine Story für sich alleine gewesen. Denn die Hinfahrt waren ungefähr 12,5 Stunden und die Rückfahrt ebenfalls. Jetzt denkt ihr euch natürlich, ist die da jetzt echt hingefahren, nur um das Video zu drehen? Nein, natürlich nicht. Ich habe im Grunde genommen 2 Tage vor Abfahrt gemerkt, dass Büchele Garten und Wohnkultur ungefähr 40 Minuten von Salzburg entfernt ist. Ich war nämlich einen Tag in Salzburg, beziehungsweise danach nur noch einen halben Tag. Denn ich bin morgens in Salzburg angekommen, von Salzburg aus mit dem Zug zurück über die Grenze nach Traunstein. In Traunstein bin ich dann angekommen, musste feststellen, dass es keine normalen öffentlichen Verkehrsmittel gibt, sondern nur einen sogenannten Rufbus. Den habe ich dann nicht gerufen, weil ich eine halbe Stunde hätte warten müssen. Deshalb bin ich zu Fuß zu Büchele Garten und Wohnkultur gelaufen. Und was soll ich sagen, es hat sich gelohnt. Zugfahrt war im Übrigen nicht so teuer, die hat unter 35 Euro hin und zurück gekostet. Das war halt dieses Supersparpreisangebot. Das Follow Me Around ist ein bisschen anders gedreht als sonst. Normalerweise filme ich ja die Pflanzen, mich selber im Grunde genommen nie, weil ich mich damit nicht so wirklich wohlfühle, mich selber in der Öffentlichkeit zu filmen. Und der Unterschied ist im Grunde genommen, dieses Mal gibt es nur Musik und der Fokus liegt auf den Pflanzen. Das heißt, ihr werdet nur die Pflanzen sehen, ihr werdet nur Musik hören. Falls euch die Musik nicht gefällt, könnt ihr euch natürlich parallel dazu eine andere Musik anhören. Ich finde das eigentlich ganz schön, denn Weihnachtszeit bedeutet für mich auch immer, den Fokus auf das Wesentliche zu setzen. Und ich setze bei den Follow Me Arounds den Fokus auf die Schönheit der Pflanzen. Falls ihr euch natürlich fragt, wie viel die und die Pflanze gekostet hat, das kann ich euch gerne beantworten. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über das Video, auch wenn es ein bisschen anders ist als sonst. Auf jeden Fall, let's go! Thank you.
So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand den Laden auf jeden Fall unfassbar schön und es war richtig toll dekoriert. Falls ihr euch wundert, warum da manchmal leere Bereiche waren, das Video habe ich einen Tag nach dem Lichterfest gedreht und da gab es natürlich ein paar Aufräumarbeiten, aber ich finde es trotzdem richtig toll und vor allen Dingen sehr, sehr schön dekoriert und die Pflanzen sahen auch alle super aus. Natürlich gab es auch ein paar Setplans, aber die waren dann auch reduziert und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr zum Beispiel in München seid oder in Salzburg oder sogar in der Nähe wohnt, könnt ihr dort super gerne vorbeischauen. Und was auch richtig toll ist, die haben einen Online-Shop, denn ich konnte mir zum Beispiel keine Pflanze kaufen. Hätte ich natürlich machen können. Das Problem ist aber einfach gewesen, nachdem ich bei Büchle Garten und Wohnkultur war, war ich natürlich auch noch in Salzburg auf dem Weihnachtsmarkt und habe ein bisschen Sightseeing gemacht. Und dabei die ganze Zeit die Pflanze im Rucksack zu haben, das wollte ich der Pflanze auf gar keinen Fall antun. Schaut bei dem Online-Shop vorbei. Ich hoffe, euch hat diese etwas andere Art des Follow Me Arounds auch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall super schön dort und wenn ich nochmal in der Nähe bin, werde ich definitiv nochmal vorbeischauen. Und damit ihr kein weiteres Adventskalendertürchen verpasst, habt ihr natürlich die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid.